Bündnis 90 Die Grünen. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, in der Arbeitswelt läuft so einiges schief. Heute geht es stellvertretend um den Einzelhandel. Verkäuferin ist ein Knochenjob, und zwar bei schlechter Bezahlung. 38% der fast 3 Millionen Beschäftigten im Einzelhandel arbeiten inzwischen im Niedriglohnbereich. Das sind zu viele. Bei dieser Entwicklung ist der Verweis von Ihnen, von den Regierungsfraktionen, auf die Tarifautonomie einfach zu wenig. Früher hatten viel mehr Beschäftigte, gerade auch im Einzelhandel, sozialen Schutz durch allgemeinverbindlich erklärte Tarifverträge. Heute aber wechseln zu viele Arbeitgeber in Mitgliedschaften ohne Tarifbindung. Edeka und Rewe gliedern Filialen aus an selbstständige Kaufleute. Gleichzeitig gibt es immer mehr zweifelhafte Werkvertragskonstruktionen. In der Folge wird der Einzelhandel immer mehr zu einer Branche ohne Betriebsräte. Vor allem aber funktioniert das wichtige Instrument der allgemeinverbindlichen Erklärung nicht mehr, weil eben die Tarifbindung zu niedrig ist. Durch diese unterschiedlichen Formen der Tariflucht wird der jahrzehntealte gesellschaftliche Konsens der Sozialpartnerschaft aufgekündigt. Nehmen Sie das endlich zur Kenntnis. Ich bin auch überzeugt, dass die Tarifbindung insgesamt weiter sinken wird. Und Unterstützung bei der Tariflucht gibt es einmal mehr im Internet. So bietet beispielsweise die Haufe Akademie ein Seminar an unter dem Titel Wege aus der Tarifbindung. Ich zitiere: Praxisorientiert lernen Sie, welche Möglichkeiten es gibt, Personalkosten zu sparen, flexibler zu werden und den Einfluss von Gewerkschaften zu reduzieren. Praktische Handlungsempfehlungen zeigen Ihnen, wie Sie die Lösung aus tariflichen Bindungen am besten umsetzen können. Zitat Ende. Die FDP sollte ruhig mal zuhören. Ja, und dann wird noch die ganze Palette aufgeführt: OT-Mitgliedschaft, Wechselarbeitgeberverband, Branchenwechsel, Umstrukturierung und Gestaltung der Arbeitsverträge. Es ist unsäglich. Das hat nichts mehr mit Sozialpartnerschaft zu tun. Hier geht der Anstand verloren. Sehr geehrte Regierungsfraktionen, Sie halten immer die Tarifautonomie hoch. Wir haben es gerade wieder gehört. Sie müssen sich aber langsam entscheiden, was Sie damit meinen und was Sie wollen. Wenn es Ihnen nur um die negative Koalitionsfreiheit geht, dann sagen Sie das endlich ehrlich. Dann wissen die Beschäftigten, was sie von Ihnen zu erwarten haben, nämlich gar nichts. Oder verstehen Sie unter Tarifautonomie, dass den Tarifvertragsparteien eine wirtschafts- und sozialpolitische Ordnungskompetenz eingeräumt wird? Dann müssen Sie aber auch reagieren, wenn sich die Arbeitgeber von dieser Verantwortung verabschieden. Und in der Konsequenz müssten Sie dann auch, wenn nicht in allen Details, aber zumindest im Grundsatz, die vorliegenden Anträge unterstützen. Denn wir brauchen erstens einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn, zweitens mehr branchenspezifische Mindestlöhne und drittens muss die allgemeinverbindliche Erklärung von Tarifverträgen erleichtert werden. Denn wenn die Tarifautonomie nicht mehr funktioniert, dann muss das Tarifvertragssystem politisch gestützt werden. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir Grünen bringen heute noch einen kleinen Gesetzentwurf ein, der unserer Meinung nach durchaus große Wirkung bringen kann, und zwar gegen zweifelhafte Werkvertragskonstruktionen. Wenn ein Scheinwerkvertrag gerichtlich festgestellt wird, dann ist das verdeckte Leiharbeit mit allen Konsequenzen, also Bußgeld, die Sozialversicherungsbeiträge werden nachgefordert, und die Beschäftigten haben automatisch ein Arbeitsverhältnis mit dem Werkvertragshersteller. Eine Erlaubnis für Leiharbeit schützt aber die Betriebe vor diesen Rechtsfolgen. Und diese Gesetzeslücke im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz wollen wir schließen. Denn manche Betriebe nutzen das schamlos aus. Sie vergeben ihre dubiosen Werkverträge nur an Fremdfirmen mit einer Erlaubnis für Leiharbeit. Damit können sich die Unternehmen absichern und die Rechtsfolgen von Scheinwerkverträgen abmildern. Wir fordern deshalb, dass die Erlaubnis auch nur für echte Leiharbeit gilt.
Wer mit Scheinwerkverträgen Löhne absenkt und Tarifflucht begeht, der soll künftig immer auch die rechtlichen Konsequenzen tragen. Das hat abschreckende Wirkung, und vor allem ist das gerecht, Herr Kolb. Sie haben es einfach nicht verstanden. Sehr geehrte Regierungsfraktionen, alle Anträge heute wollen die Sozialpartnerschaft stärken zum Schutz der Beschäftigten. Aber auch die tariftreuen Betriebe brauchen diesen Schutz, damit sie von Schmutzkonkurrenz nicht vom Markt gedrängt werden. Reden Sie also nicht nur von Sozialpartnerschaft und Tarifautonomie, sondern handeln Sie endlich. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Paul Lehrieder für die Union.